Dann übergebe ich an dich, Patrick. Vielen Dank, Frank. Guten Morgen also auch von meiner Seite. Also sehr interessante Beiträge von Frank und Boris. Danke nochmal für den ersten Part der Keynote. Mein Part wird jetzt sein, die Innovationen der letzten Jahre in Bezug zu einem S4-Implementierungsprojekt zu beleuchten. Wenn wir uns den Zeitstrahl der Kollegen nochmal zu Gemüte führen, denke ich, sind wir hier mittendrin. So wie wahrscheinlich die meisten Kunden der SAP. Manche hinken noch hinterher und einige sind schon in der Cloud angekommen. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich mich, das Unternehmen, für welches ich arbeite und generell das S4-Implementierungsprojekt noch kurz vorstellen. Also mein Name ist Patrick Thaler, bin seit 2011 ABAP-Entwickler und im SAP-Umfeld tätig. Also noch kein Veteran, aber auch kein Neuling mehr. Ich komme aus Würgl in Tirol. Man sieht am unteren Bild im Hintergrund meine Heimatstadt. Die Berge sind mir persönlich sehr wichtig und diese werden uns auch in der Präsentation begleiten. Also ich habe in der Pandemie einiges an neuen Herausforderungen gesucht und bin seit circa 2 Jahren bei der Spar ICS tätig, wo ich mittlerweile den Teamlead des Software Engineering Teams für SAP Solutions überhabe. Also Tobias, ich kann dich beruhigen. Ich werde probieren, meinen Akzent so gut es geht zu verstecken. Den österreichischen Kollegen im Call dürfte Spar ein Begriff sein. Dem einen oder anderen, aber auch aus dem Urlaub in einem der angeführten Länder. Die Spar Österreich Gruppe ist in den letzten Jahrzehnten zu einem mitteleuropäischen Handelskonzern herangewachsen und hat im Bereich Lebensmittelhandel in Österreich die Marktführerschaft errungen. Neben dem Lebensmittelhandel ist die Spar Österreich Gruppe im Sportfachhandel tätig und ist zudem Shoppingcenter-Betreiber. Wir in der ICS, also in der Information Communication Services, unterstützen unsere Kollegen technologisch in den verschiedensten Ländern und Sparten. Mit S/4HANA migrieren wir das bestehende SAP Finance System auf ein System der nächsten Generation. Wir haben den Ansatz der Greenfield-Implementierung gewählt und uns dazu entschlossen, die Variante der Private Cloud zu wählen, um noch flexibler zu agieren. Also wir haben vorher ja den Unterschied zwischen der Private und der Public Cloud gesehen. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind in der Private Cloud im Vergleich zur Public einfach wesentliches Entscheidungskriterium für die Kunden. Das Ziel des Projekts ist es, Eigenentwicklungen so gut es geht auf den Standard zurückzuführen, doch ist dies nicht für alle Themen möglich. So realistisch muss man sein. Der Anspruch unsererseits ist es aber, Entwicklungen und Altlasten so zu übernehmen, damit wir mit dem System Cloud Ready sind. Also wir wollen auch dementsprechend ABAP-technisch auf die neuesten Innovationen setzen und auch von der Syntax her ready sein für die Cloud. Da dies einiges an Aufwand bedeutet, wurde schon im letzten Jahr mit einem Evaluierungsprojekt gestartet, welches heuer im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit dem Design aus der Evaluierung starteten wir heuer mit der Implementierung und der Übernahme der Z-Entwicklungen, welche nicht im Standard abgebildet werden können. Momentan sind wir inmitten der Implementierungsphase und blicken schon auf die eine oder andere Herausforderung zurück. Aber zu denen kommen wir später noch zu sprechen. Ziel wäre, das Projekt bis Mitte nächsten Jahres erfolgreich abgeschlossen zu haben. Wir arbeiten mit einem agilen Projektsetup, dazu aber auch noch später mehr. Also eines noch vorweg, ich kann nur den theoretischen Blick auf die Praxis geben, weil wir eben einfach zu wenig Zeit haben in der Keynote. Vielleicht bleibt im Gespräch mit dem einen oder anderen dann im Nachgang noch die Möglichkeit, etwas in den Deep Dive zu gehen. Aber hier ein kleiner Einblick in die alte Welt. Wie anhand der Scrollbar am Tree auf der linken Seite erkennen könnt, haben wir einiges an Altlasten gesammelt. Also dies ist nur eines von sehr vielen Z-Paketen, die wir bei uns dementsprechend auf dem Finance-System haben. Symbolisch auch die BKBF-Tabelle auf der rechten Seite, die etwas an Bedeutung verliert. Anhand des Screenshots des Programms für den UID-Check sieht man dann auf der nächsten Folie die Weiterentwicklung sozusagen in die neue Welt. Auf der Scrollbar an der rechten Seite kann man erkennen, dass es mit Modularisierung oder Go-Objektorientierung auch nicht zu ernst genommen wurde. Also daher auch hier ein starker Fokus, das Spaghetti-Coding in Clean-Code zu verwandeln. Clean-Code ist generell ein Thema, das uns generell an sehr vielen Ecken und Enden immer wieder streift. Hier jetzt im Gegenzug die neue Welt.
Rechts mittig ist der Screenshot der UAD-Application, wenn wir vorher gesehen haben. Implementiert mit dem RESTful ABAP Programming Model, also kurz RAP. Man sieht im Hintergrund symbolisch auch die Stammdatentabelle ACDOC-A, die im Finanzumfeld eine sehr wichtige Rolle einnimmt und der BKBF, wie gesagt, so ein wenig den Rang abläuft. Rechts unten im Eck der CDS-View, der die Daten aus dem Standard CDS-View der Lieferanten ausliest. Also man greift dementsprechend auch auf dieses Standard CDS-View-Modell, also dieses Virtual Data Model der SAP zu und nicht mehr direkt wie früher auf die Datenbanktabellen. Ja. Was muss man jetzt als S4-Entwickler nun alles können? Das ist die Frage, die sich die meisten stellen und das ist auch die größte Sorge der meisten ABAP-Entwickler. Hier meine Einschätzung zu dem Thema. Begriffe wie Behavior Definition, Annotationen oder Consumption Views sollten keine Fremdwörter mehr sein. Also die Tools und Technologien, die hier angeführt sind, sollte man kennen. Die eine mehr, die andere weniger. Wichtig ist nicht, als Einzelperson das ganze Portfolio abzudecken, sondern dass man diese Skills als Implementierungsteam vorweisen kann. Es muss nicht jeder Spezialist sein in all diesen Bereichen, aber grundlegend sollten alle diese Begriffe und Skills vorhanden sein. Wie gesagt, also immer wieder der Bezug auf die Berge. Um den Berg S4, also nicht K2, sondern S4 zu erklimmen, sind grundlegende Skills unabdingbar. Das Rüstzeug für CDS-Views, Implementierung in die dazu notwendigen ABAP-Development-Tools in Clips oder VS Code sind essentiell. Da kommt man nicht mehr drum rum. Auch das Know-how zur neuen ABAP-Syntax mit dem Überbegriff ABAP Cloud, wie wir schon vorher von den Kollegen gehört haben, ist extrem wichtig. Neben dem Wissen, wie man effizient auf eine HANA-DB zugreift und performant Daten ausliest. Also die Grafik soll symbolisieren von unten nach oben, wie dementsprechend, wie wichtig gewisse Skills sind. Hier kommt es weniger darauf an, was eine AMDB, also eine ABAP Managed Database Procedure, bis ins Detail alles kann oder wie die Filtersyntax bis ins Detail in der Endausprägung funktioniert, sondern es kommt mehr darauf an, wie baut sich das virtuelle Datenmodell der CDS-Views auf, wie kann ich die Daten berechtigungstechnisch effizient restriktieren, Stichwort DCL, und was bietet mir die neue OpenSQL-Syntax? Also inklusive effizienter Abarbeitung der Daten am Anwendungsserver, Stichwort Lookgroup. Ist es notwendig, in Zukunft über Skills zu verfügen, wie den HANA Development Tools? Also meiner Einschätzung nach ist dies nicht mehr so relevant, da die CDS-Views mit zunehmender ABAP-Release mächtiger werden. Sollte man das technische Rüstzeug im Backend besitzen und der eigene Anspruch in Richtung Full-Stack-Developer vorhanden sein, kann man die ersten Schritte in Richtung OData, UI5 und auch den Fiori Elements wagen. Annotationen in den CDS-Views. Um die führt kein Weg vorbei. An OData auch nicht. Um sich an das Terrain von UI5 zu wagen, sollte man an sich einiges an Verständnis der Webentwicklung mit sich bringen. Wobei auch hier die Möglichkeit via Low-Code und No-Code zunehmend besser werden. Stichwort AppGyver. Im S4-Umfeld werden viele Standard-Apps, die nicht zwingend erweitert werden wollen, die Erfahrung haben wir gemacht, mit der neuen RAP-Technologie oder der schon etwas älteren BOPF-Technologie ausgeliefert. Ein weiteres Skillset, zumindest im Team, das zumindest im Team vorhanden sein sollte, ist dementsprechend mit BOPF und RAP umzugehen. Und dort kann man sich dann mit den neuen High-End-Technologien in der BTB oder mit ABAP Steambank oder ABAP in der Cloud eben, wie man vorher schon gehört haben, auseinandersetzen. Da stehen wir aber gerade als Team auch noch vor der letzten Felswand und sind dabei, uns für den letzten Anstieg des Bergs zu rüsten. Aufbauend von unten nach oben beschreiben diese Themen auch in dieser Reihenfolge meinen fachlichen und technischen Werdegang. Umso weiter es nach oben in die Bergspitzen geht, desto wichtiger ist es abzuwägen, in welchem Ausmaß Wissen benötigt wird. Es gibt Experten im Backend und Experten im Frontend. Nicht jeder ist Fullstack. Das ist meine Einschätzung dazu aus der Praxis. Es gibt sehr viele Fullstack-Entwickler, die wirklich diese ganze Klaviatur bedienen können. Aber es gibt auch durchaus Experten, die sich aufs Backend spezialisieren oder aufs Frontend. Eben auch, weil es zunehmend schwerer wird, Themen und Skills, die ein ABAP-Entwickler im SAP-Umfeld mitnehmen sollte,
unter einen Hut zu bringen. Also wenn ich auf den Beginn meiner noch jungen, aber immerhin schon 10-jährigen Karriere zurückblicke, waren diese Themen in dem Ausmaß noch nicht so relevant und großteils noch nicht am Markt. Den Standard zu kennen war schon immer wichtig. Ein WPU, WPW IDOC oder ein MV45A Exit zu erweitern, das waren die Kernkompetenzen, die auch nach wie vor wichtig sind. Da kommen so viele zusätzliche Facetten des ABAP-Entwicklers in Zukunft dazu. Vor allem die Skills, datenbanknahe zu implementieren und nicht nur den Screenpainter zu beherrschen, sind essentiell. Wichtig ist auch der Punkt Legacy UI. Ob DymPro, WebDymPro, WebUI, BSB-Applikationen oder andere UI-Formen wie die BOWL, die Powerlist, weiß nicht, ob die überhaupt noch jemand kennt. Um dies zukunftsgerichtet zu implementieren, braucht es tiefes Know-how. Deshalb sind auch nach wie vor Experten mit sogenannten alten Wissen wichtig für eine erfolgreiche S4-Implementierung. Ein Aspekt, auf den ich besonders eingehen möchte, ist die Decision Matrix innerhalb unseres Migrationsprozesses von unserem S4-Projekt. Um sich bei der Übernahme der Altlasten am Weg zum Gipfel nicht zu verlaufen. Wie schon eingangs erwähnt, sollte man den Großteil davon auf den Standard zurückführen. Jene Prozesse und Objekte, die aber aus Eigenentwicklungen übernommen werden, und das sind einige, werden auf unserer Seite anhand der Arbeitspakete kategorisiert. In eine UI-Kategorie, siehe rot, und in eine Backend-Kategorie, siehe grau. So bekommt man auch schon ein gutes Gefühl für den möglichen Aufwand der Implementierungen. Nicht alle Reports und Transaktionen werden mit einem RAP-Modell umgesetzt. So realistisch muss man sein. Da wäre der Aufwand einfach viel zu groß. Es kommt hier auf die Zielgruppe an. Background-Jobs oder Reports, welche innerhalb der IT verwendet werden, benötigen keine allzu große optische Aufwertung. Wenn dann nur noch eine simple Einbindung ins Launchpad durch WebGUI oder Personas. Das nennen wir Fiori-like. Für Applikationen, die in Zukunft umfangreicher vom Fachbereich verwendet werden, wird geschaut, ob eine bestehende Fiori-App abgeändert werden kann, also Fiori Enhance, oder ob es eine eigenständige Applikation via RAP oder UI5 native benötigt. Also man muss abwägen als Entwickler, baue was komplett Neues oder übernehme ich das Alte so, wie es vorhanden ist. Die Backend-Kategorie beinhaltet, ob es einen grundsätzlichen Umbau der Funktionalitäten und eine neue Modularisierung benötigt. Zum Beispiel den Umbau auf ein komplett neues CDS-View-basiertes Datenbankmodell. Wie eignet man sich jetzt die Skills an, um den Berg zu erklimmen? Einige der wichtigsten Punkte sind hier aufgelistet. Also grundlegendes Wissen anzueignen via OpenSAP oder SAP-Trainings oder auch auf Messen oder Konferenzen wie die DESAC, vor allem die Technologietage oder der DECHET. Vor allem bei den Hands-on-Sessions, die kann man immer wieder empfehlen. Am effizientesten sind aber praxisorientierte Workshops in Kombination mit der Erstellung eines POCs, an dem man sich dann bei der eigentlichen Implementierung immer wieder orientieren kann. Unserer Erfahrung nach ist es aber auch bei weitem nicht alles an Rüstzeug, das man braucht. Solange man nach dem System mit den eigentlichen Aufgaben und Herausforderungen zu kämpfen hat. Also das Wichtigste ist, dass man die Maschine, S4-Maschinen dastehen hat und sich auf dem Gerät direkt austoben kann. Also Training on the Job ist das beste Mittel in Kombination mit den eben erwähnten, um an Erfolg zu kommen. Also wir sind auch noch nicht am Ziel angelangt und lernen tagtäglich sehr viel dazu. Was waren unsere Herausforderungen? Also einige der Herausforderungen sind hier aufgelistet. Wie organisiert man sich, um die große Masse an Workload zu stemmen und ein effizientes, paralleles Arbeiten zu gewährleisten? Ist das Skillset im Team gut verteilt? Versteht man das neue Datenmodell als SAP und auch den neuen Standard? Hunderte Standard-Fiori-Apps sind unterschiedlichst implementiert, ob mit RAP, POPF oder nativen UI. Das macht in der Implementierung und in der Erweiterung der Apps einiges an Probleme. Die BAS hat noch nicht alles an Funktion, das die Web-IDE hatte. So fair muss man sein, vor allem im Zusammenhang mit den Extension-Projects. Wie lösen wir veraltete UI-Technologie wie WebDymPro effizient ab? Wie nutzt man die Chance zur Standardisierung bestmöglich?
Das in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich. Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Was ist Best Practice? Wo setzt die BTB an? Wo rennt das Launchpad? Momentan haben wir sehr viele Launchpads, die auf den jeweiligen Systemen laufen. Da wollen wir dann auch in Zukunft dieses zentralisieren. Wann verwende ich IDOC? Wann REST? Wann OData? Das ist immer wieder eine grundlegende Frage, die wir uns stellen. Also einiges an Themen und Fragen, die uns da täglich beschäftigen und Herausforderungen, die wir da drinnen haben und sehen. Also wenn man als Entwickler das Wort agil hört, wird das meistens als Schimpfwort oder als Unwort interpretiert. Also die agile Arbeitsweise hat für uns aber auch einen großen Vorteil. Das möchte ich da in der Kombination mit dem Implementierungsprojekt doch mal separat erwähnen. Durch die Feedbackschleifen, regelmäßige Abstimmung, Workshops und kontinuierlichen Auslieferung kleiner Inkremente kann man sukzessive lernen und sich dem Ergebnis herantasten. Also man hat also nicht den ganzen Berg im Blick, sondern nimmt sich diesen etappenweise vor. Da zum Beispiel die Übernahme eines riesigen Z-Frameworks, wie wir das des Öfteren haben, einiges an Aufwand mit sich bringt, kann im Backend mit der Modularisierung gestartet werden von dem einen Entwickler und von dem anderen Entwickler kann dementsprechend ja schon einmal am UI gestartet werden oder auch dann in weiterer Folge das UI implementiert werden. Wir haben das ganz oft, dass wir von dem Backend-Entwickler nur mal das Tempo erstellen lassen, damit das rudimentär vorhanden ist und dann in weiterer Folge auf dieselbe Datenbankmodell ein RAP-Modell draufbauen, somit, dass wir dann dementsprechend auch eine Fiori-Oberfläche zur Verfügung stellen können. Also so unterstützt uns die Technologie in Kombination mit einer agilen Methodik ans Ziel zu kommen. Also als ABAP-Entwickler oder besser gesagt als Entwickler im SAP-Umfeld, also es beschränkt sich ja schon lange nicht mehr nur auf ABAP, wird es zunehmend wichtiger zu wissen, ob man sich gerade im Tal oder am Berg befindet und ob man sich erneut auf eine Reise begibt, um wieder den nächsten Schritt zu erreichen, um einen eventuell noch höheren Berg zu erklimmen. Ungewünscht auf die Technik bedeutet dies, sich neuen Technologien und Herausforderungen zu stellen. SAP gibt die Route vor, manchmal ist aber der Weg nicht klar ersichtlich. Jeder hat sein eigenes Tempo, manchmal auch andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Unsere Ziele für die nächste Zeit werden sein, die BTB noch näher zu beleuchten, da wir verstanden haben, dass das strategisch ein sehr wichtiges Werkzeug ist und weiterhin sein wird. Was kann es vor mit KI und AI? Aber in der Cloud, wie gesagt, unser Launchpad zu zentralisieren. Und was passiert im HCM-Umfeld? Wie können wir Integration Flows nutzen und für die Anbindung für Behörden etc. verwenden? Das sind Themen, die uns gerade beschäftigen und mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen wollen. Ja, was ist sagen zum Abschluss, zum Resümee? Also SAP hat in den letzten Jahren sehr viel an neuen Technologien auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu früher wird auch sehr viel in Roadmaps und klarer Strukturierung investiert. Also ich nehme zum Beispiel die diesjährige DSAG-Technologietage her, also wo klar ersichtlich war, ob sich um Legacy oder wie die SAP sagt, New Normal oder Next-Gen-Technologie oder Produkte handelt. Also der Weg ist klar ersichtlich. Es geht in die Cloud. Der klassische ABAP-Entwickler wird so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden. Davon bin ich ganz stark überzeugt. Um den Weg Richtung Wolken aber erfolgreich anzutreten, sollte man bereits losgegangen sein. Also ich bedanke mich für die Chance, an der Keynote teilnehmen zu können. Und ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in die Welt eines ABAP-Entwicklers bekommen, der schon auf 30 ist. Viel Spaß noch bei der ABAP-Konferenz.